Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Heute geht's weiter mit den Rückseiten in dieser wunderschönen Märchenwelt oder was auch immer das hier darstellen soll. Ich bin immer noch der Meinung, dass das soll so eine Art Märchenwelt oder so darstellen. Am Anfang dachte ich ja, das wäre irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Cupcake oder so. Lol. Ja, aber Yoshi's back. Ja, ich weiß, auf meinem Kanal kommt nicht sehr viel Yoshi, könnte man sagen. Und ich sollte das Let's Play ja so langsam auch mal jetzt abschließen, finde ich. So, ich muss mich beeilen. Wie viel Zeit habe ich überhaupt? 3,5 Minuten. Ob das viel ist, könnte man sich drüber streiten. Ja, ich glaube, da ist niemand. Oh, ach so, ah ja. Ja, ich bin etwas aus dem Game. So wie immer. Ich spiele zu wenig Yoshi. Keine Ahnung, ich muss mich immer dazu zwingen, das alles aufzubauen mit dem... Boah, dass ich das dann halt alles aufnehmen kann und so. Ach, hau doch ab, du. Ich muss aber auf die Hundesounds achten. Bisher kam aber noch kein. Oder ich bin dumm. Aber ich habe bisher noch keinen Hund gehört. Schon der erste Checkpoint. Ich bin gerade etwas verwirrt. Eigentlich müsste doch der erste Doggy hier sein. Da, ich dachte, ich hätte was gehört und ich habe auch was gehört. Das war richtig. Was? Das geht? Oh, lol. Okay, ist der erste gewesen. Na dann, cool. Nice. So, euch würde ich gerne jetzt zu Eiern machen. Dankeschön. Ja, ich muss mal gucken, dass ich mehr Yoshi mache. Ich meine, jetzt kommt auch auf meinem Kanal, also jetzt, wo ihr das Video hier seht, noch nicht, aber Mario Maker Story Mode will ich ja jetzt playen. Zu diesem Zeitpunkt und ja, vielleicht kann ich mich dann dazu zwingen, wenn ich gerade mal an Mario Maker Story Mode jetzt spielen bin, dass dann vielleicht so nebenbei auch mal will ich Yoshi aufnehmen. Vielleicht kann ich mich da irgendwie noch so zu zwingen. Nicht, dass das Spiel keinen Spaß macht oder so. Aber ich bin bei dir ein cooles rotes Haus. Nur so. Ich muss mich jetzt ein wenig beeilen, weil jetzt wird die Zeit langsam etwas knapper. Ja, wo war ich gerade? Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, es gibt eh kaum Leute, die sich wirklich dieses Let's Play wirklich anschauen. Also wirklich aktiv. Es gibt niemanden, der sich so jetzt, dem es jetzt irgendwie was ausmachen würde. Das ist bei mir allgemein so, dass niemand was ausmachen würde, würde ich mal so. Also gar nichts machen. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn der zweite? Das ist der dritte. Oder? Nee, das ist. Oder? Ich vergesse es immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt der zweite oder dritte ist. Komm her erstmal her, du. Du bist der zweite. Ah ja, ich wollte gerade fragen, wo ist überhaupt der zweite? Aber da ist er ja. Alright. Ja, dann rennen wir jetzt erstmal durch. Wir hören ja die letzten. Stimmt, warum renne ich nicht die ganze Zeit einfach durch? Ich höre die doch. Wow. Vor allem, mir geht die Zeit aus. Ich habe nur noch eine halbe Minute. Ist mir doch egal. Lass mein Kostüm in Ruhe. Das ist mein tolles Halloween-Kostüm, okay. Fuck. Ja. Sorry. Irgendwo. Vielleicht im Background. Was? Da war jemand? Ja, hätte ich sehen können. Hätte ich gerochen. Oh, der riecht aber so richtig nach Hund. Ah, da! Oh, Kacke! Nein! Verdammt! Ich bin ernsthaft 3 Sekunden zu spät. Ah, ich werde es kurz auf Screen machen. Ich zeige euch das nicht. Weil ich jetzt wieder genervt bin. Weißt du, spiel ich einmal Yoshi und dann. Ah ja, so funktioniert das Spiel. Es ist nervig. Yay. Ich kann mich gerade nicht an Yoshi's Island erinnern, aber ich glaube, das war auch sehr nervig. Ah komm. Nervig ist nicht toll. Okay. Okay, weiter geht's mit Schnuffel Schlafenland auf der Rücksäule. Auch hier haben wir dann auch wieder 3,5 Minuten Zeit, um alle 3 Poochie Pups zu finden und zum Ziel zu bringen. Und ja, ihr wisst alle, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan davon. Und wenn ihr wisst es jetzt. Ich
Das war ganz nett, die Idee, aber jedes Level? Ich meine, klar, das Spiel sieht super aus und da kann man das in jedem Level machen, weil das, weil jedes Level sieht anders aus und hat so seinen eigenen Charme, aber was auch gut ist, by the way, ich mag das. Das ist wirklich ein großer Pluspunkt von dem Spiel, dass es einfach so nice aussieht und was auch immer, ja. Das muss ich jetzt mal langsam irgendwie den ersten Booty finden. Da, ich wollte gerade sagen, die sind eigentlich mega am Anfang, die ersten. Ey! Ah, ich habe ihn noch bekommen, lol! Der wird jetzt wahrscheinlich hier durchgerannt. Und, wow, was ist das denn für eine Ebene? Und dann hätte ich ja aufgehört, denke ich mal. Oh, ich habe ihn noch bekommen. Das ist bestimmt so nicht gewollt, aber... ich mache es trotzdem easy. Oh, hier haben wir den Fettklops, stimmt. Stimmt, ich hab diesen fetten. Uff. Ja, das passiert mir manchmal, weil ich unvorsichtig bin und durchrushen will. Warum habe ich eigentlich diese Fetten nicht aufs Thumbnail gepackt? Das hätte voll gepasst. Ah, keine Ahnung. Na egal. Könnte ich ja für dieses Video machen. Nein, keine Ahnung. Ja, aber es kam ja auch momentan zum Beispiel durch Mario Maker und so. Ja, vor allem durch Mario Maker. Oh, scheiße. Ich habe irgendwo den Hund gehört. Ich weiß nicht, wo er ist. Hier ist er. Warte, wie komme ich da hoch? Was zum... Hundi? Okay, einen Moment. Ich glaube, ich komme so da hoch, oder? Oder wie komme ich... Wie komme ich denn da hoch? Ah, ich kann einfach so abschmeißen. LOL. Okay, ich weiß, ob es so gewollt ist, aber es funktioniert so. So, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Ah, schau mal, hier sieht man sogar die ganzen... Die Blume ist schon weg. Ah ja, die ist abgehauen. Jetzt irgendwie... Hat sich irgendwie befreien können. Das ist doch toll. So, was wollte ich sagen? Genau, Mario Maker. Durch Mario Maker kommen momentan viele Leute auf meinen Kanal. Und hey, Leute. Tollen Content, den ich habe, oder? Toll, dass ihr eingeschaltet habt und abonniert habt. Kacke. Ja, ich bin unvorsichtig und ich will das durchrushen. Ja, Punkt. Was ist mit dir? Ja, jetzt ist er tot. Was wollte der denn? Und ja, das ist normal so, dass bei mir meine Yoshi-Folgen 30 Minuten sind. Das ist gewollt so, weil erstens, damit ich das Spiel schneller durchbekomme und zweitens ist es auch so ein... Ach, Kacke. Jetzt geht mir die Zeit aus, ich sehe es. Und zweitens, weil das so ein langes Spiel ist und da dachte ich mir, ja, würde das, denke ich, auch irgendwie passen, wenn ich die Zeiten, also wenn ich das, ne? Kacke, wo ist der letzte? Das regt mich gerade irgendwie auf. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch jetzt echt nicht. Was zum Henker, wo war der letzte? Du, ich kann dieses Spiel nicht leiden. Doch, natürlich, aber es ist ein sehr, sehr nerviges Spiel. Bestimmt irgendwo im Vordergrund, oder? Und ich habe es einfach übersehen. Oder im Hintergrund. Das machen die Entwickler doch gerne. Oh, sag nicht hier. Nee, okay. Irgendwie muss ich doch durchkommen, meine Güte. Wo habe ich denn irgendwas übersehen? Wo? Sag's mir, wo? Hier ist jetzt schon viel zu weit weg vom Ziel. Was zum... Was? Ich bin da echt verwirrt. Wo war der? Ah ja, interessant. Hier kann er nirgendwo eigentlich sein, weil... Das ist schon viel zu weit zum... Ja, ich gehe wieder zurück. Ich habe ihn wahrscheinlich irgendwo ganz easy peasy verpasst. Wahrscheinlich habt ihr da schon alle euch facepalmt, weil ich 10-mal an dem vorbeigelaufen bin. Aber ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ganz ehrlich. Soll ich irgendwie nichts machen?
Ganz unten im Gift. Und der sinkt ja schnell. Ich finde den nicht. Und ihr wisst es, oder... Ja, wisst es wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es. Es ist sehr schwer für Yoshi's Crafted World irgendwas im Internet rauszufinden. Ach, jetzt, mach's mir halt noch schwerer. Hier vielleicht bei vorne oder so. Vielleicht hier bei den Yoshi unten. Nee, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verliere die Motivation, ihr verliert die Laune oder die Lust, dieses Video zu schauen. Ich habe ein halbes Herz. Ob das nicht funktioniert. Okay, ich habe schon genug Eier. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der sein könnte. Hier ist das Ziel. Also muss er Feuer gewesen sein. Aber wo? Ich vermute ja irgendwo ganz, ganz fies im Hintergrund, aber... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er so mega einfach versteckt. Ich habe ihn einfach nur nicht gefunden. Ach komm. Jetzt ist die Folge wieder langweilig. Was? 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 Okay, erstens, wie wurde ich da getroffen? Und zweitens, seit wann kann man in diesem Spiel Game Over gehen? Das geht selbst in Woolly World nicht. Was? Was zum... Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde es euch ersparen. Die Folge ist jetzt schon wieder... Nein, natürlich nicht, aber... Die Folge ist mit diesem Level viel zu lange aufgebaut worden. Oh, das sieht doch süß aus. Ja. Ich werde... Warte, was? Okay. Dafür sind die Checkpoints da, dass falls man Game Over geht, dass man dann hier wieder startet? Was? Okay, da brauche ich ja eigentlich gar nicht cutten, ne? Warum kann ich den Hintergrund abschießen? Was? Ich kann irgendwas abschießen. Das Ding oder was? Ja, das ist doch egal. Ja, es ist die Folge wieder langweilig und ich lass mich wieder treffen. Geiloma 3000. Eigentlich hätten wir hier Pucci gehabt, aber der ist gerade am Schlafen. Und da wird auch nicht wiederkommen. Weil ich... Was zum Teufel? Okay. Na komm, ich schneide mal nicht, oder? Komm, wir machen jetzt einen Speedrun. Und währenddessen rede ich mal über irgendwas. Für die Leute, die es gar nicht wussten, das sind ja... Ja, jetzt kann ich mal so ein wenig was über meinen Kanal erzählen. Jetzt wohl nämlich viele durch oder halt wegen Mario Maker dabei sind. Was auch cool ist, ne? Nicht, dass es irgendwie jetzt kacke ist. Dass dann auf einmal nur wegen Mario Maker hier sind. Nee. Die Leute, die abonnieren. Manchmal sind sie sogar da, um meinen anderen Content zu gucken. Und dazu sage ich Ehrenmann, wallah. Voll der coole Ehrenmann, seid Bros. Easy. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Die Leute, die dabei bleiben, die sind cool. Die Leute, die nur da sind, um User-Level ein Spiel zu bekommen. Ich meine, cool, ne? Jedem das seine. Jeder kann halt, ne? Manche Leute, die mögen halt einfach nicht. Die wollen einfach nur sehen, dass wie andere Leute die ihr Level spielen, so, weißt du? Kann ich verstehen. Mach ich auch manchmal. Oder öfters. Mal schauen. Ne? Aber ja, kann ich vollkommen verstehen. Ist auch überhaupt nicht schlimm oder so, aber... Aber ja, trotzdem, am besten sind halt die Leute, die bleiben. Das kennt, glaube ich, jeder.
Ja, wenn man die Schnaufattacke macht, dann kriegt man hier zwei für die Leute, die es nicht wussten, ne? Ein bisschen Facts und Trivia kann man ja mal raushauen, du. So, hier oben war der, ne? Genau. Erstmal muss man das hier freischalten. So, und dann kann man von hier aus den kleinen Fratzi abschießen. Ja, so am besten nicht von hier oben. Nice. So, jetzt müssen wir uns etwas beeilen. So, der letzte ist irgendwo in so einem Cupcake drin oder so. Hat das eigentlich einfach zu sehen oder habe ich ihn einfach. Oder habe ich ihn einfach. Also. Bin ich einfach mega dumm und habe ihn einfach easy peasy übersehen. Ja. Ich muss mehr aufpassen. Ich glaube, ich quatsch zu viel. Aber der ist auch voll weit hinten. Ich dachte, der wäre viel weiter am Ziel. Das sind die nämlich eigentlich immer. Tolles Level, du. Tolles Level. Ja, okay. Die haben so eine sehr seltsame Hitbox. Ich mag die Gegner einfach nicht. Die sind mir zu krass. Die sind mir einfach wirklich irgendwie zu krass. Da, der ist so happy, der Typ, der kleine Schreiger. Ich dachte, irgendwo hier in der Nähe werde, aber nein. Das wäre ja viel zu weit am Ziel. Mimimi. Ach, ihr seid doch kacke. Ach. La 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 la. Ich weiß nicht, ob ich jemals alle Kostüme zeigen werde. Wenn nicht, dann werde ich das auf jeden Fall irgendwie. Ja, ich werde die nur ganz kurz zeigen. Irgendwann vielleicht in der letzten Folge oder so. Also ja, das ist ja immer noch ein 100% Let's Play. Und ich habe mein Kostüm verloren. Aber ich bin pünktlich. Knapp, aber pünktlich. Yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Yoshi. Der kleine Joshua, der freut sich. La 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 la. Als ob die Folge jetzt schon zur Hälfte vorbei ist. Uff. Das ist krass. Irgendwie. So, Eilen mit Seilen. Das wird ein Heidenspaß. Das sehe ich jetzt schon. Uff, mit diesen ganzen Vögeln, die auf den Seilen eilen. Ah ja, das wird super. Und dann darf ich hier diese Hund, darf ich hier einen Hundesitter spielen. Gleichzeitig? Ich dachte, ich kriege irgendwie eine Minute mehr oder so. Vor allem, weil das Level auch so lang ist. Und wetten, hier ist irgendwo einer versteckt. Ich glaube, hier ist irgendwo einer versteckt. So, oh nein. Nein, 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 nein. Hui! Oh nein. Ja, das hat super funktioniert. Ach was, ja, dann fange ich von vorne an. Willkommen bei meinem Kanal, wo ich nicht schneide. Nein, normalerweise schneide ich sogar sehr viel bei Yoshi. Vor allem, wenn ich wenn ich die Quests mache von dem Blocker-Typ da, ihr wisst schon, dem man immer Blumen abgeben muss, da schneide ich auch sehr viel, sehr, sehr viel. Und bei hier eigentlich auch öfter mal, aber heute nicht so viel. Kommt natürlich dann wieder gut an, wenn es die erste Folge ist. Von Yoshi seit einer Weile. So, wo sind die? Wo sind die alle? Warum kann ich hier nach oben? Hier oben ist doch gar nicht. Was? Ich bin gerade verwirrt wegen dem Level. Da hinten sehe ich ihn schon. Ich brauche aber erstmal Eier. Dankeschön. Tschu! Der war easy. Easy peasy. Limonen squeezy. Ah, man hört es vielleicht im Hintergrund. Müllabfuhr läuft. Ah ja. Irgendwann werde ich umziehen. Irgendwohin, wo es nicht so laut ist. Oder irgendwohin, wo halt nicht so viel los ist. Wo es ruhiger ist. Wo ich dann der Einzige bin, der laut ist. Kann ich schön rumschreien. Ja, wir haben auch jetzt bald Sommerferien, Leute. Also manche von euch haben natürlich schon Sommerferien, ihr Lacker. Ich noch nicht, ich habe erst Ende nächste Woche. Nein, warte, es ist schon nächste Woche. Ja, Ende diese Woche. Ende diese Woche, wo das Video rauskommt. Da habe ich Sommerferien, yeah. Für mich ist Schule dann auch mal zu Ende.
Ich weiß, viele von euch sind noch in der Schule. Viele von euch sind gar nicht mehr in der Schule, sind schon am Arbeiten. Krasse Boys und Girls. Ich bin's noch nicht und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da durchkommen soll ohne Hit. Und ich trüll gerade sehr, sehr viel, merke ich. Aber irgendwo muss er doch sein. Ich gehe jetzt mal nach unten. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Der muss hier doch irgendwo sein. Ich verliere gerade so viel Zeit. Ich habe nur einen bisher. Warum kriege ich für dieses Level so wenig Zeit? Ich glaube, das ist das Einzige, was ich heute in dieser Folge machen werde. Dieses Level. Also ich meine, die Pucci-Quests. Weil ich glaube, wir werden jetzt keine Zeit mehr haben für... Für die ganzen anderen Quests. Oh, kacke. Vielleicht 1, 2 oder so. Oh, Mann. Dill! Ich wusste es. Es ist der zweite. Was? Es ist gewollt, dass ich so viel Zeit hier verliere. Oh, lol. Das ist ja fies. Ich habe nur noch eine halbe Minute Zeit, zum Ziel zu kommen und einen Hund zu finden. Okay, hier geht's nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Hier ist er nicht. Einmal weiter, ist egal, lass dich treffen, ist egal. Du musst schnell wegkommen. Okay. Ich höre ihn, ich sehe ihn. Aber ich hab's verkackt, die Zeit. Scheiße. Das ist echt gemein und schwer und fies. Und hier ist das Ziel, oder? Was, da war ein Gegner? Ist mir doch egal. Hier ist das Ziel, oder? Ja. Hier ist das Ziel, super, hat ja gut geklappt. Dann werde ich das eben offscreen machen tun. Yeah! Da habe ich jetzt meinen Spaß. Yeah. Tiefe Stimme habe ich nicht. So, damit wäre das auch aus dem Weg geschaffen. Und wir holen uns, bevor wir da was anfangen, ein neues Outfit. So, was hatten wir denn? Ja, mal machen wir es aus der Reihenfolge. Irgendwas, was wir noch nicht hatten. Was hatten wir denn noch nicht? Ich glaube, was hatten wir denn? Was habe ich denn, glaube ich, noch nicht gehabt? Das Piratenschiff hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oh, wie er mich mit seinen Augen verfolgt. Mit Yoshi. Oh. Ich glaube, das hat man noch nicht. Deshalb nehme ich das jetzt. Yoshi! Guten Tag. Und ich spiele heute bei den blauen Yoshi. Und die nächste Folge werde ich dann alle, glaube ich, nur noch den grünen Yoshi, denke ich mal, spielen. Weil er so der normale Yoshi ist. Und ja, keine Ahnung. Ich brauche Utensilien, aber wo waren sie doch gleich? Ah ja, Märchenland. Los geht's. Ich benötige eine stille Windmühle. Schon gesehen, eine der Windmühlen im Flauschenland dreht sich gar nicht. Einfach mit einem Ei bewerfen. Wo ist es? In welchem Level? In diesem hier. Vordere Rückseite. Vorderseite. Flauschemobile. Märchenbuchland. Ah ja. Jo. Dann zeige ich euch, wo es ist, so wie immer. Ich glaube, relativ am Ende oder mittig des Levels. Ich glaube, es ist eher so mittig des Levels. Hier sieht man es. Die hier bewegt sich nicht. Die anderen sieht man es im Hintergrund da. Die bewegen sich alle. Und die hier nicht. Ja, das war so ein interessantes Level, weil ich konnte jetzt zuschauen, wie schön eigentlich, wie detailreich dieser Hintergrund ist. Es ist überall irgendwas, alles dreht sich und hier dreht sich das nicht. Und hier ist, by the way, das Piratenschiff in Aktion. Und yeah! Yeah! Nice! Okay. Nächste Quest. Joa, ich finde diese Quests ganz interessant, vor allem, wenn man dann mehr von dem Level sieht. Man sieht auch noch wirklich, wie detailreich dieses Spiel ist. Und ja, das mag ich irgendwie. Jetzt haben wir auch 160. Ja. Nächste. Hör mal rein, bitte. Ich benötige einen munteren Cupcake. Im Snack-Königreich angetroffen. Ganz normales, lachendes Gebäck. Nichts weiter. Was? Ein Cupcake? Also hier? Vorderseite. Und ich sage jetzt auch immer wieder
diesen Gegenstand so. Das habe ich bei den anderen nicht gemacht, tut mir leid, da werde ich es aber auch nicht mehr nachholen, weil ich jetzt keinen Bock zu habe. Ja, danach werde ich suchen gehen. Yeah. Relativ am Ende, irgendwann später nach der Pucci-Passage sogar. Ich hab das ihn hier. Da habe ich ihn gerade entdeckt. Und jetzt muss ich herausfinden, wie ich ihn hab. Ich einfach so. Ja, das hat geklappt. Okay. Nice. Dann haben wir den auch schon mal. Und dann werden wir jetzt erfahren, was wir in den restlichen 6 Minuten ungefähr, ja, soweit ich jetzt richtig gezählt habe, ja, ich mache das, damit ich weiß, dass alle Folgen ungefähr 3 Minuten werden, ob ich da jetzt auch noch irgendwas einbekomme. Am besten mache ich, komplettiere ich die Welt hier mit in dieser Folge, das wäre am besten. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge sofort anfangen mit 9 Leveln. Aber ja, lass mal sehen. Kannst du mir noch 5 Heißluftballons besorgen? Sie schweben am Himmel, man findet sie am besten beim Baumklettern. Aha, beim Baumklettern. Also wieder Spaß haben mit den Eilen und den Seilen. Oh, super. Ah, die sind solche Billigdinger. Naja. Naja, cool. Okay. Nummer 1 befindet sich am Anfang des Levels sehr fies versteckt hier im Hintergrund. Habe ich gerade noch so mitbekommen. Ja, jetzt irgendwann werde ich, glaube ich, besser empfinden. Yeah. Der zweite befindet sich hier, falls ihr diesen Ort erkennen könnt. Das dritte befindet sich relativ am Ende des Levels in dieser Position. Es ist nur schwer dran zu kommen, finde ich. Da muss ich erstmal herausfinden, wie ich das mache. Nice. Okay, das hat so geklappt. Oh, das ist fies versteckt. Na, ich hab welche übersehen. Bei mir, wie ihr wisst, ich schneide zwar anders als andere YouTuber, aber ich finde sie nicht auf Anhieb. Und deshalb muss ich das meistens 2-3 Mal neu machen, das Level. Aber da habt ihr es. Das ist das. Oh Gott. Hier war ein Checkpoint. Hier, ihr kennt diese Stelle eventuell. Hier im Hintergrund, da ganz links. Das ist bisher der schwer, oder? Na, die sind alle eigentlich sehr, sehr gut und sehr schwer versteckt. Damn, ich nehme schon fast 10 weitere Minuten auf. Das war eine sehr herausfordernde Aufgabe, aber ich habe sie gemeistert und jetzt wisst ihr auch, wo alle sind, falls ihr da Probleme bei habt. Ich helfe doch gern. Juhu! Und ich mache zumindest ein Level in Reihenfolge und mache nicht random irgendwas. Noch was? Ein Blitzstrahl hätte ich gern. Auf der Rückseite im Flauscheland waren ein paar Gewitterwolken. Okay. Hier? Oh. Eine Gewitterwolke. Ein Blitzstrahl. Na dann. Eigentlich sehr einfach zu sehen. Sehr nah am Anfang des Levels ist hier die Gewitterwolke. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass das im Hintergrund so Wolken war. Also nicht, weiß nicht. Ich habe mich mehr auf das Gameplay konzentrieren wollen. Ja. Aber ja, ich hatte mal wieder Kostüme verloren, die ganze Zeit, wenn man es nicht gemerkt hat. Und ja, egal, wir haben es. So, hast noch was für uns? Ah, er hat noch was für uns. 5 Yoshi-Kekse. Die habe ich auf der Rückseite des Snacks-Königreichs gesehen. Bitte 5 davon. Snacks-Königreich, das müsste das hier gewesen sein. Auf der Rückseite. Die Yoshi-Kekse. Wir haben sie alle gesehen. Ich werde euch zeigen, wo sie sind. Am Anfang des Levels gibt es den ersten Yoshi-Keks hier. Sogar direkt beim Pucci. Ich glaube, beim ersten Checkpoint sollte das sein. Gibt es hier den zweiten. Über den zweiten Pucci könnt ihr schon sehen. An dieser Stelle gibt es hier den 4. Oh. Gutes Versteck. Gegen Ende des Levels ist auch hier der letzte zu finden. Wir haben alle. Teilweise macht es schon Spaß. So, ich möchte das hier mit den Yoshi-Keksen. Das hat Spaß gemacht. Die anderen, ne?
Aber das hat schon wirklich irgendwie Spaß gemacht. Ja, fand ich nett. Da hast du seine Kekse. Und da kriege ich meine Bluebell. Die 100%. Noch was? Ich möchte eine Eichhörn-Lilly. Sie begleitete mir beim Baumklettern und war sehr elegant. So ein Schnucki. Ja, okay, Olli, dann hole ich dir das. Wo war es denn? Hier nicht. Hier auch nicht. Aber Baumkletter hat doch gesagt. Beim Baumklettern hier. Die Eichhorn-Lilly. Oder Eichhörn-Lilly. Ah ja. Dann werde ich mal 10 Jahre suchen gehen. Ende des Levels, hier ist sie. Die ist sauschwer versteckt. Da musste ich jetzt 2 lange Level lang suchen. Fies! Ich wollte gerade aufgeben. Aber ich hab's gefunden. Nice. Okay, 165 Blumen. Ich glaube, das ist ihm genug. Habe ich recht? 5 Apfelbäume. Von denen gibt es im Flauschland viele, aber sie ähneln anderen Bäumen. Ach Gott, ich hab doch keine Lust, Mensch. Warum muss ich leiden? Ich hab doch keine Lust mehr. Hilfe. Holt mich hier raus. Der erste am Anfang des Levels hier hinten. Der zweite ist nicht weit, der fällt nicht weit vom Stamm. Der ist hier. Der dritte ist an dieser Stelle. Der vierte ist an dieser Stelle. Oh! Das ist ein krasses Versteck. Man sieht's vielleicht nicht. Ich dachte die ganze Zeit, was ist denn das da im Hintergrund eigentlich? Ist das ein Geschenk oder so? Das ist der Baum, nach dem wir suchen. Und ich habe ihn sogar First Try gefunden. Okay, das ist krass. Das war krass. Den hätte ich wahrscheinlich nicht gefunden. Das war jetzt wirklich Zufall. Okay, bist du jetzt zufrieden? Können wir die Folge hier beenden? Nein, können wir nicht. Ich möchte einen Pilzstumpf. Ich weiß sogar, wo der ist. Ich sah ihn beim Baumklettern, aber es ist kein Trampolinball. Ja, der ist irgendwo in so einer Ecke bei einem Trampolin, soweit ich weiß. Ja, ich kenne ihn. Ich weiß, wo der ist. Nee, ich weiß sogar genau, wo der ist. Wisst ihr nämlich wo? An dieser Stelle, wo alles einbricht. Ich zeig's euch. So, hier an dieser Stelle, wo alles einbricht. Ich werde es mal kurz zeigen. Die Stelle hier meine ich. Ihr seht es auch vielleicht schon. Hier unten rechts, das Ding. Ich habe es schon mehrmals gefunden. Das war jetzt für mich absolut keine Herausforderung. So, ich hoffe, ja, war es das jetzt mit deinen Bitten? Weil ich würde gerne die Folge hier beenden. Das wäre, glaube ich, ein guter Punkt, diese Folge zu beenden, weißt du? Aber ist das okay so? Ja? Ich habe so viele Münzen, ey. Oh Gott. König der Dawn. Ach, den habe ich schon gesehen. Habe ich sogar schon mal abgeschossen. Ich weiß nicht, ob ich das in... Also, das habe ich zumindest heute gemacht, jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ich das euch gezeigt habe. Aber ja, weißt du, wo das ist. Ich sah einen Donut mit Krone auf der Rückseite des Snack-Königreichs. Ja, den sah ich auch. Man sieht nicht, wie der aussieht, aber... Ich zeige ihn euch kurz. Kurz nach dem zweiten Pucci gibt es hier... Den König der Donuts. Eigentlich ziemlich einfach zu finden, finde ich. Ich habe ihn ja so im Casual gefunden, also ist es, denke ich, sehr machbar. Ja. Und du? Bist du jetzt zufrieden? Willst du mir noch 2, 3 weitere Bitten andrehen oder was? Ja, zu Ende. 100%. Tschüss. Hurra, alle Gänseblumen in Märchenbuchland oder was auch immer gefunden. Ja, was auch immer jetzt diese Welt war. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber wir haben jetzt alles. Das habe ich sogar auch verständlich. Okay.
Was? Ich kann da reingehen? Warte, was? Ich hab's doch schon vollständig. Ja. Ich kann hier trotzdem reingehen? Okay. Toll. Super Spiel. Jo Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Yoshi's Crafted World wieder. Tschüss!